in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Worum ging es dann? Was denkt ihr, meine lieben Geschwister? Es ging um das letzte Reich des Islam. Das Reich des Islam vereinte die Muslime. Doch unglücklicherweise begannen Muslime in Machtpositionen materialistisch zu werden. Sie liebten ihre Positionen, sie liebten den Luxus, das Geld und der Reichtum. Das war eine unserer Schwächen. Und in unserer Schwäche, genau da kamen sie herein und zerstörten uns mit Leichtigkeit. Eine der Arten, wie sie uns zerstörten, war, dass sie die Türken, die das Osmanische Reich darstellten, und die Araber gegeneinander aufhetzten. Eine der Geschichten besagt, dass sie zu den Arabern gingen und ihnen sagten: Wie könnt ihr es zulassen, dass euch Türken, dass euch Fremde regieren und euch das Kalifat entrissen, wo ihr doch Araber seid und euer Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Araber war und der Koran arabisch ist? Seid ihr nicht über euch selbst beschämt? Und die Araber fielen darauf herein. Und was passierte danach? Die Araber begannen, die Türken zu bekämpfen. Sie umzingelten sie im Haram der Kaaba. Und während die Türken sich an den Umhang der Kaaba klammerten und sagten, wir suchen Zuflucht bei Allah, schnitten die Araber ihnen die Hände an. Es taten jene, die sie vom Islam abgewandt hatten, was zu großer Wut und zu Gefechten führte und in einem nationalistischen Hass zwischen Türken und Arabern mündete. Bis zum heutigen Tag haben wir mit diesem Problem zu kämpfen, mit Ausnahme der Gläubigen, die wissen, dass uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genau davor gewarnt hat. Und in der Türkei änderten sie ihre Taktik. Dort war das Herz des Osmanischen Reiches. Dort schleusten sie säkuläre Ideen ein. Unter ihnen war auch Atatürk. Atatürk kam im Namen des Nationalismus. Die Türkei wurde mit einer neuen Flagge geschmückt und der Islam isoliert. Man änderte den Adhan vom Arabischen ins Türkische und den Koran platzierte man im Museum, in Glas gefasst, wo ihn die Leute anglotzen konnten. Der Koran wurde zu einer Art Dekoration herabgestuft. Man sollte ihn nicht mehr lesen und umsetzen. Und darin hatten die Ungläubigen Erfolg. Heute können wir Jung und Alt sehen, die den Koran nicht lesen. Wir verstehen ihn nicht und kennen seine Wirkung nicht. Wir nehmen den Koran und stellen ihn in den Schrank. Wir machen Miniaturen aus dem Koran und hängen sich ins Auto. Er ist so klein, er lässt sich nicht einmal lesen. Im Radio läuft stattdessen Rihanna und Jay-Z und Lady Gaga, während der Koran am Rückspiegel baumelt. Wenn man fragt, warum man den Koran im Auto hat, hört man: Der Koran soll mich beschützen. Beschützen? Hat Allah subhanahu wa ta'ala den Koran auf heiligem Papier herabgesandt? Oder hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn als Wort offenbart? Und hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, wir haben den Koran auf Arabisch offenbart, damit ihr ihn euch umhängt? Nein, sondern damit ihr versteht. Der Koran wurde uns offenbart, damit wir ihn verstehen und damit wir ihn anwenden. Also was geschah weiter? Der Säkularismus kam nun auf. Sie änderten den Adhan vom Arabischen ins Türkische. Und Mohammed wurde in Mehmet umgetauft. Ahmed in Ahmed. Und auch in anderen Ländern der Muslime ging das Arabische verloren. Während das Kalifat existierte, sprachen die Türken Arabisch. Die Araber sprachen Arabisch. Die Inder sprachen Arabisch. Die englischen Muslime sprachen Arabisch. Ihr wisst ja, Imam al-Bukhari war kein Araber. Er stammt aus Bukhara in Usbekistan. Imam Muslim war kein Araber. Imam Nasa'i war kein Araber. Und Imam Abu Hanifa stammte aus Persien. Sie alle waren keine Araber, aber sie alle sprachen Arabisch. Die Mehrheit der Gelehrten waren keine Araber. Seht euch nur an, was sie getan haben. Sie haben uns gespalten, um uns zu schwächen, damit sie über uns herrschen können. Divide et impera. Teile und herrsche.